Eine Stromtrasse verläuft hier bei Erxhausen bereits. Vielleicht kommt bald eine zweite dazu. Die 380 Kilovolt Leitung von Nord nach Süddeutschland wird Rothenburg entweder östlich durch den Haselgrund oder westlich an Licherode und Ersrode vorbei passieren. Ralf Wassermann von der Bürgerinitiative gegen die Freileitung fürchtet 60 Meter hohe Masten, viermal so hoch wie diese, mit 10 mal 10 Metern Grundriss, die, so meint er, die Landschaft verschandeln und durch elektromagnetische Felder die Gesundheit der Menschen gefährden könnten. Dabei wehrt sich Wassermann gegen die oberirdischen Freileitungen auf beiden Trassen gleichermaßen. Die Bürgerinitiative spricht sich für teurere, unterirdisch verlegte Kabel aus, die keinen Wechselstrom, sondern Gleichstrom transportieren. Der, so Wassermann, erzeuge kein elektromagnetisches Feld. Zwar sehen die Pläne vor, dass Ortschaften, hier schraffiert, nur in einem Abstand von 400 Metern passiert werden dürfen. Das genügt der Bürgerinitiative aber nicht. Letztendlich entscheidet das Regierungspräsidium. Wassermann sagt, die Wahrscheinlichkeit für beide Trassen sei genau gleich. Ob die Erdverkabelung durchsetzbar sein wird, steht noch in den Sternen.